Einführung in Krümmung und Steigung. Bei der Krümmung einer Funktion, also hier das Grüne, das ist jetzt f von x und ich schaue mal bei der Krümmung f2' von x an und rede nachher erst über f'. Und ich denke mir bei f2 der Krümmung, denke ich mir die Funktion als eine Straße. Die Straße ist ein bisschen breit, die Straße hat hier so diese Mittelmarkierungen und ich fahre auf der Straße mit meinem Fahrrad, ja, und das male ich jetzt von oben, dann habe ich jetzt einen Reifen, den Kopf, zwei Arme, ja, und rechts vom Fahrrad und hier habe ich, mache ich eine Rechtskurve und hier mache ich eine Linkskurve. Und bei der Rechtskurve ist die Krümmung, negativ, rechts ist negativ, minus, bei der Linkskurve ist die Krümmung positiv und genau an der Stelle ist sie 0. Also hier zufällig bei 0, ja, f2' von 0 ist 0. Und hier bei 2 zum Beispiel, ja, f2' von 2 ist größer 0, wegen der Linkskurve. Bei der Linkskurve, wenn ich hier so fahre, habe ich den linken Arm draus. Hier, das sind meine Hände, genau, das ist sehr abstrakt, das Ganze. Und hier habe ich bei der Rechtskurve, habe ich den rechten Arm draußen. Extrem, wenn man nicht dazu redet, versteht man gar nichts. Okay, das war die schöne Straße und in dem Bereich positiv und in dem Bereich negativ und hier wird es aus Plus, also aus der positiven Krümmung wird die negative, nennt man dann auch Wendepunkt. Da wendet sich das WP, Wendepunkt. Und jetzt zum Vergleich, die erste Ableitung, da habe ich ein anderes Bild im Kopf. Bei der ersten Ableitung stelle ich mir einen Bergsteiger vor und der geht bergauf, ja, und jetzt ist er Rucksack hier so. Jetzt ist er oben, juhu, ich bin da. Und hier geht es bergab, da kann man Skifahren, ja, oder runterlaufen und da steht man unten. So. Das heißt, in dem Bereich, wenn es bergauf geht, ist f' von x größer 0. Und in dem Bereich ist f' von x kleiner 0, weil es bergab geht. Und genau an der Stelle, ja, hier gilt f' von x ist gleich 0, also immer wenn es flach ist. Also einfach ein anderes Bild. Bergab negativ, bergauf positiv. Also ich habe jetzt hier zwischen den, also hier ist es ja wahrscheinlich 0 und hier ist es 0 und positiv ist es in dem Bereich. Ja, für diese x ist die erste Ableitung positiv, für diese x ist die erste Ableitung negativ und es ist eben anders als bei der Krümmung. Ja, die Farben sind ja anders verteilt. Und ja, das ist, also mach, also wenn jemand noch mehr wissen will, also hier ist die erste Ableitung, das ist eine Hoch-3-Funktion und die erste Ableitung ist eine Parabel, die ist positiv, negativ, positiv, das heißt, die ist halt malen, das ist irgendwie rot, ja, irgendwie so eine Parabel. Genau, ja, so kann ich auch schauen, das ist f', und die, wenn ich eine Parabel ableite, bekomme ich eine Gerade, das heißt, die Krümmungsfunktion ist eine Gerade, die ist negativ und könnte so irgendwie so ausschauen. So. Genau, f2'.